Ernstl, wo sind wir? Wir sind angekommen im Onkel Hellergarten. Und es ist so ein bisschen frisch. Es hat doch nicht seine 16 Grad, sondern es hat seine 4 Grad. Wie weit weg von der Stadt? In etwa 33 Kilometer. Die Fahrt war sehr schön, sehr abwechslungsreich. Wir haben uns gestärkt mit Früchten, mit Bananen, Zitronen, Orangen, Melangen. Und ja, wir sind mit unserem Freund nach wie vor unterwegs. Schauen wir mal, was uns da so erwartet. Mit einer Reise mit ein paar Freunden, die das schon gekannt haben und die gesagt haben, zieh dich kühl an und warte, was passiert. 1972. Und dann bin ich gleich ein Dreivierteljahr geblieben am Anfang. Oh, okay. Und dann war nichts mehr wie vorher. Inwiefern? Ja, weil ich gesehen habe, dass diese Melancholie und dieser Kult der schlechten Laune, der damals im deutschsprachigen Raum sehr ausgeprägt war, ist immer noch arg, aber damals war er sozusagen alles versiegelt, dass der nicht notgedrungen mein Schicksal ist. Und ich habe so viele narrische Leute da kennengelernt und das waren, es leben sehr viel mehr interessante Menschen in Marrakesch und in Marokko als im ganzen deutschen Sprachraum. Weil aus der ganzen Welt gegen den Strom schwimmende Wesen herkommen und irgendwie sich gegenseitig auch helfen oder inspirieren und sehr viele Leute, die was mit Mode zu tun haben, sehr viele Musiker, sehr viele Dichter. Es gibt auch gute Maler. Und sehr viel so Privatgelehrte. Leute, die viel wissen und sich damit nicht wichtig machen. Aber es sind. Und irgendwann wollte ich dann dem Land was zurückgeben für das viele Gute, das ich hier überreicht bekommen habe auf vielen Ebenen. Und dann habe ich mir gedacht, das Wichtigste, was du machen kannst, ist Arbeitsplätze schaffen. Und wenn du das verbinden kannst mit irgendetwas Paradiesischem und von uferloser Qualität her wirksam sein, dann schwänzt du deine späteren Jahre nicht. Und dann habe ich begonnen und jetzt gibt es das. Gibt es irgendeine Vision, die dahinter steckt, außerdem, dass Sie gesagt haben, Sie schaffen ja, Arbeitsplätze? Ja, das unterschätzteste Heilmittel, das es gibt. Es ist Schönheit, es ist Gottesbeweis, es ist Duft, es ist Farben, es ist Spiel des Lichts, des Wassers, Geräusche, die Vögel, die Streifenhörnchen, die Schlangen, es ist Kräuter, es ist eben seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden approbiert, als Orte, wo man hingeht, wenn es einem entweder schlecht geht oder wenn es einem gut geht. Die Liebenden verabreden sich in Gärten, die Leute, wenn das Frühjahr noch einmal auf sie zukommt, stürmen langsamen Schritts oder mit dem Rollator die Sonnenflecken in den Parks und lehnen sich an eine Mauer oder an einen Baum und sagen, ich habe es noch einmal geschafft. Ja. Tausende lang kamen alle Medikamente aus der Natur. Und es ist das Einzige, wirklich das Einzige Irdische, was immer, immer schöner wird. Alles andere wird schäbiger, wetzt sich durch, verliert an Wirkung, an Strahlkraft. Und der 300-jährige Garten ist noch weitaus schöner als ein 100-jähriger. Also was schon das Sinnvollste, was ich überhaupt tun hätte können, um mein ganzes Geld loszuwerden. Für uns ist es vor allem auch Ruhe. Wir sind dem Vorweihnachtsstress in Wien entflohen und dann in Marrakesch. Wir sind am 24. und wir sind hier und das ist
mehr Schnee als in Österreich. Und gleichzeitig sind wir in einer Oase von absoluter südlicher Wirkungsmacht. Haben Sie immer schon das gemacht, was Sie erfüllt hat? Naja, immer das, was die Person, die ich halt gerade war, erfüllt hat. Ne? Erfüllt. Ich habe ja früher ernsthaft geglaubt, ich bin der André Heller. Das glaube ich ja halt schon lange. Und der André Heller hat ganz andere Bedürfnisse als ich. Haben Sie schon einen neuen Namen eigentlich? Ich brauche keinen Namen. Ich genügt eigentlich. Aber also, ich bin in einem menschlichen Körper, damit ich dieses Studium hier in der Polarität leisten kann. Ohne den geht es halt nicht. Aber man darf das nicht mit sich verwechseln. Sie glauben ja nicht, dass Sie Ihre Hosen sind. Warum sollten Sie so glauben, dass Sie Sie sind, dass Sie der Körper sind? Ich bin da. Ja, es hat alles bei mir ganz lang gedauert. Also ich bin ein wirklicher Spätzünder. Aber man kann als jemand, der langsam sein Bewusstsein verändert und durchs Verändern des Bewusstseins die Gedanken verändert und durch die Gedanken die Taten und durch die Taten seine Wirklichkeit verändert, kann man schon berühmt werden oder sehr erfolgreich oder wohlhabend, das geht alles. Nur irgendwie ist man halt in jemand drinnen dann, der einem ein Rätsel ist oder einem ein Unbehagen erzeugt oder indem man ein Dauermelancholiker wird. Und das fand ich alles irgendwann einmal nicht mehr erstrebenswert. War das ein schleichender Prozess? Bei mir sehr, ja. Es gab schon 4, 5 so Quantensprünge, aber auch eher in Zeitlupe. Aber das Schnellste an Fortschritt, was ich erlebt habe, war, sage ich bei jeder Gelegenheit, war die Geburt meines Sohnes. Also das war dann plötzlich, wie wenn mich 15 Häuser mitreißen würden, an die ich gebunden bin. Haben Sie noch irgendein konkretes Ziel oder einen Traum? Aus dem Entwurf eines Menschen einen halbwegs gelungenen Menschen zu machen, das ist das einzige Projekt, das für ihn gilt. Und die Kunst, daran glaube ich nicht. Ich glaube daran, dass man viele Expeditionen machen soll, dass man sich mit immer neuen Erfahrungen einlassen soll und dass es nicht wichtig ist, ob das Triumphe werden oder für die anderen Leute Niederlagen, sondern dass man seine Lektion verstanden hat. Und insofern kann eine sogenannte Niederlage natürlich der höchste Triumph sein, wenn man so verändert daraus hervorgeht, wie man sich's eben erhofft hat. Und es gibt Erfolge, die sind katastrophal, also ein Stillstand bedeuten, also einem wo fest halten, wo man eigentlich nichts mehr zu lernen hat. Was bedeutet Erfolg für Sie? Das ist was Interessantes. Es ist, also ich bin eine Figur, um die es sehr viel Leidenschaft gibt, positiv und negativ. Und ich denke mir immer, irgendwas muss diese Figur haben, die das auslöst. Aber ich kann mich jetzt nicht damit beschäftigen, was das ist, weil ich muss schon zur nächsten, wie heißt das, Mitteljagd, wo irgendeine Botschaft für mich lauert, die mich dann wieder dorthin schickt und dorthin schickt. Also Erfolg ist gut, wenn es mit Geld verbunden ist, weil das Geld Produktionsmittel bedeutet. Ich meine, all das, was ich hier tue, hätte ich nicht machen können, wenn ich da Geld verdient hätte. Und das Geld ist immer nur das Tauschmittel, um an was besonders Intensives und besonders Herausforderndes und besonders einen umzustimmen geeignetes heranzukommen. Also zum Lagieren und zum Zeitvertreib sind wir hier nicht. Je früher man das begreift und je früher man sich auf den Weg macht, ohne ein anderes Ziel als sich lernend zu verwandeln, desto besser beraten ist man. Glauben Sie, dass jeder Mensch so
vielleicht die eine Aufgabe sogar im Leben? Ja, die eine Aufgabe, wenn es eine nur sein soll, dann ist es dieses sich selber und dieser Welt auf den Grund zu gehen und drauf zu kommen, was das mit einem macht. Aber natürlich hat man tausende Aufgaben. Ich mache ja ununterbrochen irgendwas Neues. Mein ganzes Leben besteht aus dem mich einlassen auf unbekannte Situationen, von denen ich hoffe, dass irgendwelche weiße Flecken auf meinen Landkarten liegen. Das ist es. Ich habe das Gefühl, das wird bei Ihnen nie aufhören. Sie gehen ja jetzt um 70er zu, oder? Es wird bei niemand je aufhören. Es gibt nur Leute, die einfach nicht willens sind, in den Mut zu gehen. Nicht, weil sie es nicht können, sondern wirklich, weil sie es verweigern. Weil ihnen irgendeine innere Stimme sagt, das wird schief gehen. Aber wenn was schief geht, ist das ja auch sehr interessant. Man kann nicht immer nur Reisen, Erfahrungen, Liebesgeschichten beginnen mit der Garantie auf einen nach menschlichen Trugschlüssen guten Ausgang. Die schlechten Ausgänge sind auch sehr gute Ausgänge. Mhm. Aber es ist sehr interessant, warum manche Menschen den Mut haben, ihren Weg zu gehen oder auch oft den Mut zur Veränderung, hat ja auch viel mit Loslassen zu tun, und ganz viele nicht. Ja, es ist eine Frage des Bewusstseins, das man zu einem bestimmten Zeitpunkt hat. Und offensichtlich leben Menschen mit gewaltigen Bewusstseinsunterschieden nebeneinander, manchmal auch miteinander in dieser Welt. Und jetzt haben wir ja gerade unglaublichsten Anschauungsunterricht über die Macht von Polarität, was sie politisch tut, was sich in diesem winzigen, in dieser Nussschale Österreich da gerade gemacht hat. Und mir war und ein paar hunderttausend anderen war eigentlich die ganze Zeit klar, dass wir das klingen werden dann gegen den Herrn Hofer, weil wir einfach mehr wissen, weil wir nicht die negative Energie einladen, zu uns zu kommen. Und der hat ständig, jeden Tag, die Schrecken zu sich gebeten. Und dann waren es da. Dann war er erstaunt und hat sicher zu Recht geweint. Ich mache mir über sowas gar nicht lustig. Ich war mir so sicher, dass die Menge derer, die was begriffen haben und gewusst haben, dass sie in einer Welt leben wollen, die mit Güte, die mit hoher Qualität, die mit Zwischentönen, die mit Genauigkeit, die mit Mitgefühl, die mit Solidarität und so weiter zu tun hat, dass die das daheben werden. Weil wir eine Agenda gehabt haben, eine andere Agenda als nur unser Ego. Nee, wir holen die. Machen dann sowieso auf die Goschen, das ist keine Agenda. Und eben, ich habe das bei der Schlussveranstaltung von Van der Bellen gesagt, die Schamanen im Amazonas, die sagen, wenn dir einer was Schlechtes wünscht, dann kommt das zu dir, verwandelt sich für dich in etwas Gutes und kommt zum Absender zurück und trifft ihn mit der vollen Härte seines negativen Wunsches. Womit wir wieder beim Polaritätsgesetz sind. Wenn man das alles beachtet, dann wird es auch ein bisschen leichter im Leben. Dann sind nicht mehr so viele Stolpersteine, nicht mehr so viele Tragödien, die man sich nicht erklären kann, weil man eben nicht gelernt hat, was die Erklärung ist. Aber für alles gibt es Erklärung. Aber ganz ohne Stolpersteine geht es wahrscheinlich auch nicht. Nein, da braucht man nicht mehr da sein. Die Spezialität von diesem Planeten ist Polarität. Und das heißt, wir werden bis zum letzten Atemzug zwischen kalt, warm, hoch, tief, schön, hässlich, klug, idiotisch, was auch immer, oszillieren. Ist das Polaritätsgesetz stärker als das Resonanzgesetz? Das Resonanzgesetz overruled das Polaritätsgesetz
dort, wo man es klug einsetzt. Also ich habe es ja gerade erzählt. Man kann in dieser Polarität Energien rausschicken, die die negativen Energien für einen selber zunächst dämpfen und eines Tages einfach abwehren. Aber ich bin da nicht daher obergescheit, weil es so lange gedauert hat bei mir. Also wenn ich das alles gewusst hätte, mit 40 wäre ich schon ganz woanders gelandet. Aber ich habe es begonnen, so mit Ende 40 langsam zu begreifen. Während das bei meinem Sohn und in eurer Generation, ihr habt schon, wenn ihr Glück gehabt habt, gelernt, wie das ist, wenn man von einer gewissen Liebe umgeben ist, die einem ein Selbstwertgefühl vermittelt. Und man ist irgendwie relativ früh in eurer Generation von manchen ernst genommen worden. Und wie ich jung war, war ja Jungsein wie eine Krankheit. Kein Mensch hat das ernst genommen. Es gab ja auch nichts, was die Jungen noch als Markt, schon als Markt erkannt haben. Es gab keine Mode für Junge, es gab keine. Es haben dann alles erst die Musiker begonnen, langsam herbeizuarbeiten. Deswegen ist es eine unglaubliche Dummheit, wenn es Leute gibt, die sagen, der Bob Dylan hat den Nobelpreis nicht verdient. Der ist ja kein großer Dichter, der ist der größte Dichter gewesen in den 60er Jahren. Das war der Rimbaud von meiner Generation, wir haben das alle gewusst. Und die sagen, der hat das nicht verdient, die wissen noch nicht, was der getan hat. So wie er ununterbrochen Leute über was reden, was sie nicht wissen. Ja. Sehr viele von denen, die sich aufbuddeln als Gegner von mir, haben das letzte Mal mich wahrgenommen vor 30 Jahren mit etwas und dann sich ihre Meinung gebildet und sich von der nicht verabschiedet. Aber da man sich ständig verändert, wenn man sich schreibt, man muss jemanden bewerten, dann muss man ihn sich alle 2-3 Jahre anschauen. So, aha, erstaunlich. Jetzt steht er nicht mehr da, wo es grün ist, jetzt steht er dort, wo es gestreift ist. Jetzt ist er 2 Meter gewachsen, da schreie ich, jetzt ist er wieder geschrumpft. Das Bewerten ist überhaupt eine schlechte Methode, aber wenn man sich schon einbildet, dann muss man sehr fleißig sein und nachjustieren. So, jetzt habe ich euch viel erzählt. Ja, wir blicken dem Sonnenuntergang am 24.12. entgegen. Ist dieser Abend für Sie heilig? Jeder Abend ist für mich heilig und jeder Abend ist für mich heilig. Ja, zu Weihnachten fällt mir immer nur dieser eine wirklich wunderbare Satz von Angelus Silesius, der heißt: Und wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht einmal in deinem Herzen, so wärst du dennoch verloren. Das ist meine frohe Botschaft am heutigen Abend. Aber wir haben da keine Christbäume mehr, weil wir einen schöneren Schmuck als dieser Garten und ein höheres Gotteslob als diese Pflanzen, das gibt es eh nicht. Und das können wir jetzt definitiv bestätigen. Wir haben 2-mal durch Ihr Paradies wandern dürfen und uns inspirieren dürfen. Danke auf jeden Fall für Ihre Zeit. Ja, danke, dass ihr da wart und erzählt es denen, die würdig sind.